Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Pirate Warriors 2. Lok von Warpool machen wir jetzt als nächstes, weil wir das in der letzten Folge freigespielt haben, richtig? Richtig. Wen nehmen wir denn da? Am besten jemand mit Feuer und am Hintern. Gut, Ace ist jetzt schon ein bisschen hoch, aber... Marco, genau. Ja, egal. Ich kann gleich noch Barry Rucks zu machen. Kein Problem. Ich werde ihn sowas von zum Frühstück verputzen, das könnt ihr mir sowas von glauben. Ich hasse Warpool. Marco heizt ihm ordentlich ein. Bam, 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 bam. Iui, drei verbundene Territorien, okay. Das ist jetzt langsam interessant. Da haben wir schon alles. Nehmen diesmal tatsächlich mal wieder einen Freund mit. Cousin. Weil, yeah, Cousin und so. Bam, bam, bam. See. Bisschen Levelaufstieg noch. Was für Fähigkeiten. Das ist super. Das hätte ich erst machen sollen. Dann hätte ich wieder ein bisschen, gespart. Das war das Wort. Kombo-Verbesserung. Yep. Einfach ein bisschen Kombo-Verbesserung reinhauen. Uiuiui, das Gebiet ist ziemlich überwuchert. Interesting. Blockadenterritorien hatten wir bisher jetzt, glaube ich, auch nur vielleicht einmal. Aber ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. I don't, Knopf. Egal. Bam, bam, bam. Gleich wieder ein Lapin. Lapin. Nope. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade hinflog, aber hey. Auf jeden Fall kriegt mich der Lapin niemals lebend, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Genau das wollte ich machen. Ich kann die Endlos-Kombo übrigens mit Marco nicht mehr. Also nicht, dass ich nicht wüsste, wie sie geht. Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wie sie geht, aber ich krieg's irgendwie nicht mehr hin. Oh. Bam. Nice. Diesmal heilt sich der Lapin ja nicht. Das macht ihn ein bisschen leichter. Nope. Ich werde einfach hin und her. Okay. Fliegen wollte ich sagen, aber dann ist der Lapin einfach mal auf die Schnauze geflogen, was ich irgendwie witziger fand. Bam. Nice. Very nice. Ich glaube, ich habe in der letzten Mission auch einige Münzen verpasst. Fällt mir da gerade auf. Voll nicht drauf geachtet. Egal. So. Nochmal ein schöner Schlag von oben. Ich glaube, das ist ziemlich mächtig. Dankeschön. Wollte gerade sagen, krieg dich auch noch tot. Sah gerade nicht danach aus. Egal. So. Wir durchbrechen einfach mal den Link in seiner stärksten Form. Muhaha. Ich glaube, eigentlich sollte man es bei 1 treffen, wirklich. Egal. Es ist keine Heilung. Das heißt, ich schaffe das schon. Vor allem, wenn ich ein bisschen hier rausgehe. Wollte ich sagen. Und du ihn wieder rein blocken, aber hey. Nein. Perfektes Timing, wollte ich gerade sagen. Offenbar nicht. Wow. Hilfe. Das ist nicht gut. Okay, merkt ihr, lass bei Arlong lieber ablaufen. Der ist nicht nett in seiner Form. So. Flamme der Wiedergeburt. Gib mir ein bisschen HP. Dankeschön. Und trotzdem 44 K.O. Ah, fuck, ich dachte ich... Ja, man kann einfach mit Marco nicht kontrolliert ausweichen. Man fliegt... über alles drüber, aber es ist echt schwer, da was gezielt zu treffen. So. Bam. Und ich steuere schon wieder. Fuck, wieso? Why, Game? Game? Nein, Game kann da nichts dafür. Ich weiß, ich sollte eigentlich das nicht machen, weil das
garantiert wieder schief gehen wird, außer ich hau ihn aus seiner Form raus. Das ist dann ganz gut. Okay, gut, 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 gut. Bam, Cousin, du darfst ihm noch das Ende geben. Bam, nice. Sieh. Nehmen wir das auch noch fertig. Very nice, very nice. Woohoo. Das macht doch sehr viel mehr Spaß. Okay. Und ich tue ja mal einfach alle juggeln, bis der Gegner anfängt, mich zu juggeln. Verdammt. War nicht so ganz meine Absicht. Aber egal, ich kann mich da einfach wieder heilen. Problem ist die Zeit. Oh, Nami ist in Schwierigkeiten. Oh mein Gott, ich werde nicht gleich herkommen. Nein. Bam. Nami kann das schon ganz gut alleine. Ich vertraue ihr. Nochmal ein bisschen Kombination. Fuck. Oh, das wollte ich irgendwie nicht. Aber das wird ihn trotzdem treffen. Das ist das Gute. Das wird ihn sogar trotzdem aus seiner Ding hauen. So, was machen wir jetzt mit ihm? Achso. Das ist kein Angriff. Woo! Very nice, very nice. Gut, gut, gut. Dann haben wir den Effekt schon mal gekapselt. Das heißt, wir können diese Ding hier besser einnehmen. Basis. Sollte dann kein Problem sein. Würde ich gerne sagen und dann auch tun. Yes, das ist die Attacke, die zur Endlos-Kombo irgendwann mal führte. Führt. Ich bin sicher, es geht immer noch, aber ich krieg's irgendwie voll nicht mehr hin. So. Ich wollte eigentlich schon das zweite machen, aber gut, Game, wenn du nicht willst. Von mir aus. Game says no. Bam, 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 bam. Und die restlichen kriegen wir auch noch hin. Bitte. Soll nicht mehr allzu lange dauern. Wir haben gerade alles voll. Sag ich und krieg ein bisschen HP abgezogen. Egal. Egal. Wir haben trotzdem noch alle Spezialsachen voll. Tja, nicht jeder kommt dir immer zur Hilfe, Nami. Bam. Und ein bisschen Flamme der Wiedergeburt und dann können wir auch zu Nami gehen. Bam, nice. Nicely done. Nicely done. Haben wir gerade verloren? Nein, oder? Nein. Nein, nein, nein. Nami geht's gut. Die ist da oben, okay. I understand. Ich dachte gerade kurz, weil ich plötzlich nichts mehr sah. Erschreckt mich nicht so, Game. Please. Gott, ich wünsche mir das so viel Geld. Too much money. Nami, ich komme. Du musst eigentlich fliegen. Aber ich tue es nicht. Weil ich ein Phönix bin. Ah! Ja, ja, ja. So. Oh, das wird gut. Das wird so gut. 62 K.O.s. Mir tatsächlich noch besser vorgestellt, aber hey. Nope. Nochmal hier mit ihm drinne. Very nice. Von überall her diese Scheißdinger. Ich hab da hinten jemand aus dem Ding rausgemacht. Na gut, dann gehe ich halt auch in meine Superform. Bam! Ich muss sogar direkt Cousin noch besiegen, holen. Please? Dankeschön. Ansonsten sind hier nicht mehr viele Leute. Wow, okay, das ging, glaube ich, schnell. Ist das überhaupt Gegner? Ich weiß es nicht, aber ich tue es trotzdem machen. Bam. Okay. Ah, nein. Da war niemand mehr Nützliches. Damage. Damage. Na gut, auch nicht so schlimm. Weiter zum nächsten Territorium, oder besser gesagt erstmal unseres da unten retten. Weil da gerade irgendwelche Leute sind, die da rein möchten, die ich da nicht haben möchte. So. Dankeschön, dann krieg, dass du dich so leicht
stunlocken lässt. Nein. I'm sorry. Das dürfte nicht reichen tatsächlich. Wow. Nochmal dann halt. Come on. Es muss reichen. Nö, das reicht tatsächlich nicht. Das ist wohl wirklich zufällig, ob man ihn aus seiner Ding rausholt. Ja, sieht so aus. Okay, von mir aus. Dann warte ich halt, bis ich ihn da angreifen darf. Währenddessen springe ich einfach in der Gegend rum. Very nice. Aua, aua, aua. Oh, diese doofe Stachelrammler, echt. Stachelrammler? Oh, ich glaube, Stachelrammler ist was anderes, aber von mir aus. Bum, 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 bum. Nochmal, bitte. Nee. Das war ein bisschen daneben. Willi? So. Jetzt aber. Dankeschön. Das wollte ich zumindest noch schaffen. Ja, eben. Ja, das würde ich auch so sagen. Ich meine, einen Phönix anzugreifen, ist mitunter nicht die schlauste Idee, aber hey. Wer es machen will, wer es machen will, jeder darf tun, was er will. So, bam. Und machen wir das noch auf. Mm, nice. So, und dann nach oben bitte. Ich komme damit irgendwie immer noch nicht klar. Aus welchen Gründen auch immer. Dieser Zentralplatz. Könnten auf jeden Fall schon zum Hauptboss gehen, aber nee. Okay. So. Please. Ich soll das immer in der Menge stehen und nicht am Rand, weil das ist eine Rundumattacke. Da brauche ich nicht vor den Gegner zu stehen, den ich angreifen möchte, sondern da muss ich mittendrin stehen. Allgemeinwissen hier. So. Bam, 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 bam. Ist erhalten. Okay. Immer wenn man eigentlich zu sich selber sagt, da könnten eigentlich mehr Gegner kommen, könnte man auch genauso gut erstmal was anderes machen. Hab ich gemerkt. Wenn nämlich jetzt auch machen werden, dann füllen sich nämlich die Gegner da, glaube ich, langsam auf. So. Nehmen wir das mal noch mit. Ah, da ist er. Ach, ich habe keine Weisheit des Schiffszimmermanns. Das habe ich vergessen gehabt. Dann machen wir es halt so. So geht's ja genauso leicht. Von dem her. No problem. Aber ich möchte eigentlich noch nicht zum Boss. Irgendwie. It's going too fast. Ja, sehr gut gesagt, Marco. Bam. Und so. Und mit das hier noch. 18 K.O.s. Naja. So aufgefüllt haben sie sich jetzt auch nicht. Das ist die Endlos-Kombo. Also der Anfang, nicht das, was ich vorhin gezeigt habe. Sorry. Bam, 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 bam. Wobei, das sieht alles so irgendwie danach aus, von dem her. Bam, dam, dam. Nein, das reicht nicht. Oh Mann, ich wollte es gerade cool wirken lassen. Klappt nicht. So. Und einmal Big Bang. Was erstaunlich wenig abzieht, aber hey. Dann halt so. Na, fuck. Oh, das Landen von Marco dauert halt ewig. Muss man echt aufpassen. Hier ein bisschen aufräumen. Und Territorium eingeräumt. Eingeräumt? Ja, Territorium eingeräumt. Von mir aus. Brain, what are you doing? Ich bin schon gar nicht mehr gewöhnt, hier so lange aufzunehmen. Das ist gut, das ist gut. Das muss ich nämlich wieder ändern. Und da kommt ein Warpool. Da kommt ein Warpool. Der irgendwo hoffentlich auch wieder rauskommt, ja. Ach, ich hab's
I hate him. Nicht nur als Charakter, sondern auch als Gegner. Kann einen so unglaublich lange juggeln. Bam. Come on, Vapool. Oh. Nein, 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 nein. Das lasse ich nicht mit mir machen. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Come on. So klappt das Ganze nämlich schon sehr gut. Und jetzt kommt noch Aokiji Kusan. Bam. Den Ganzen auch noch einfriert. Und unglaublich viel trifft. Weil er gerade gegen die Wand steht. Oh, jetzt habe ich die Endattacke verpasst. Egal. Dann machen wir es mit einem Boom. Und ich habe gar nicht die zweite Superattacke eingesetzt bisher. Und wir sehen gerade nur blau, aber hey. Egal, wir haben den Kampf gewonnen. Das passt schon. Yay! Bam, bam, bam. SBA. Ja, das passt. Das passt sehr gut sogar. Nicht beschweren. Weiß eigentlich jemand von euch, woher die Brille kommt in der Phönixform? Gibt's irgendein japanisches Mythos oder sowas mit einem Brillenphönix? Also ein Yokai oder so irgendwie? Wäre mir neu? Kenne ich mich jetzt gerade. Also kenne ich jetzt gerade nicht, aber. Hm. Okay, er wird doch noch ein bisschen weich. Irgendwie ein bisschen. Kusan. Ja, yeah. Bande der Freundschaft. Sehr gut, sehr gut. Die Münze haben wir, glaube ich, auch schon längst auf Max, ja. Vapool als Freund. Ja, den werde ich so häufig benutzen. Begeisterung. Ruhe. Ja. So. Dann noch die ganzen Dinge. Oh, nichts freigespielt. Okay, auch gut. Dann kann ich die Episode gleich beenden. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr wollt, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinem Let's Plays. Ciao, Leute. One Piece, Kaizoku Musou 2, yo.